Ach, hallo. Da seid ihr ja. Schön, dass ihr wieder da seid zu Science in a Dome. Ja, fällt euch heute hier vielleicht was auf? Fällt euch auf, dass was fehlt? Hier, wo ich jetzt gerade stehe, genau genommen, wo unser Tisch da steht, steht nämlich sonst eigentlich das Herzstück unseres Planetariums, unser wunderschöner Sternprojektor. Da ich aber heute hier in unserer Kuppel für das, was ich euch zeigen möchte, ganz viel Platz brauche, habe ich den einfach mal kurzerhand versenkt. Und zwar tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben nämlich hier unter unserer Kuppel, genau genommen sogar direkt unter meinen Füßen, einen etwa 8 Meter tiefen Schacht, in den wir unseren kompletten Sternenprojektor hineinversenken können. Ja, und dann gewinnen wir hier also so eine schöne große Fläche. Und genau die brauche ich heute für das, was ich euch zeigen möchte. Die letzten 2 Male haben wir ja ganz viel über die Größenverhältnisse im Sonnensystem gelernt, über die Größenverhältnisse der Planeten untereinander, das Größenverhältnis der Planeten zur Sonne. Und dafür haben wir unser wunderschönes Planetenmodell benutzt, das eben diese Größenverhältnisse sehr schön wiedergibt. Ich habe es nochmal aufgebaut heute. Wir sehen hier nochmal unsere 4 kleinen Gesteinsplaneten, Merkur, Venus, Erde und Mars und unsere großen Gasplaneten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Und was in unserem Modell aber nie gestimmt hat bis jetzt, das waren die Abstände der Planeten zueinander. Und genau das möchte ich euch heute hier in unserer Kuppel noch einmal ein bisschen verdeutlichen. Dafür muss ich allerdings erst noch mal ganz kurz umbauen. Ach so, eine Sache noch. Wir haben übrigens heute in unserem Clip auch einen kleinen Fehler eingebaut. Guckt mal ganz genau hin, vielleicht entdeckt er ihn ja. So, hallo, da bin ich wieder. Ja, und wie ihr seht, haben wir hier schon einiges für euch aufgebaut. Aber bevor ich euch erkläre, was es damit auf sich hat, vielleicht mal eine kurze Information. Wenn ihr Lust habt, mal eins der Experimente, die wir euch hier bei Science in a Dome selber zu Hause nachzumachen oder vielleicht auch in der Schule mit euren Lehrern, dann schaut mal auf unserer Webseite. Da findet ihr unter Schule und Kita und Science in a Dome ganz viel Infos und Tipps und Tricks und alle Materialien, die ihr braucht, um unsere Experimente selber mal nachzustellen. Ja, und für unser heutiges Experiment, da bräuchtet ihr allerdings verdammt viel Platz, denn heute geht es ja um Entfernungen im Sonnensystem. Und wie schon bei unserem Größenmodell müssen wir auch dafür unser Sonnensystem wieder ganz gewaltig schrumpfen. Und da habe ich schon mal ein bisschen was vorbereitet. Was ich hier in unserem Entfernungsmodell gemacht habe, ich habe die Entfernung der Erde genommen. Das ist der rote Punkt hier, das ist der blaue Punkt, meine ich natürlich, wo die rote Markierung hier an der Seite ist. Das ist unsere Erde. Und unsere Erde hat in der Wirklichkeit eine Distanz zur Sonne von etwa 150 Millionen Kilometern. Und diese Distanz von 150 Millionen Kilometern, die nennt man in der Astronomie übrigens auch eine astronomische Einheit, die habe ich mal geschrumpft auf 1 Meter. Das heißt, 1 Meter hier in unserem Modell entspricht in der Wirklichkeit 150 Millionen Kilometern oder 150 Milliarden Metern. So, außerdem habe ich unsere Gesteinsplaneten hier auch schon mal an ihrer richtigen Position in unserem Modell platziert. Merkur wäre in unserem Modell etwa 40 cm von der Sonne entfernt, Venus etwa 70 cm, dann kommt unsere Erde, die eben exakt bei 1 Meter ist, und der Mars mit 1,50 Meter. So, wie sieht es mit den restlichen Planeten aus, den Gasplaneten? Fangen wir doch mal mit Jupiter an. Greifen wir uns doch einfach mal unsere schöne große Jupiterkugel und positionieren ihn hier in unserem Modell an der richtigen Stelle. Und tatsächlich muss ich mich dafür schon ziemlich weit von unserer Sonne, von unserer Modellsonne entfernen, denn Jupiter wäre tatsächlich in unserem Modell schon etwa 5,20 Meter, also schon über 5 Meter von der Sonne entfernt. Etwa hier. So. Ja, und wie ihr sehen könnt, tatsächlich wird jetzt schon unsere Planetariumskuppel tatsächlich zu klein. Hier ist nämlich unser Notausgang, da hört die Kuppel auf. Und ich habe schlichtweg keinen Platz mehr, um hier in unserer Kuppel die restlichen 3 Planeten, Saturn, Uranus und Neptun, in der richtigen Entfernung zu unserer Sonne zu platzieren. Und deswegen möchte ich mit euch jetzt mal noch ganz kurz rausgehen vor das Planetarium auf die große Wiese vor unserem Planetarium. Wir sehen uns gleich.
So, wie ihr an dem Wind hören könnt, stehe ich jetzt draußen vor dem Planetarium und zwar genau beim Saturn, der in unserem kleinen Modell jetzt schon 10 Meter von der Sonne weit entfernt ist. So, weiter kann ich jetzt nicht vom Planetarium weggehen, sonst funktioniert nämlich mein Mikro nicht mehr. Dafür habe ich mir hier aber einen kleinen Assistenten angestellt und den schicke ich jetzt als erstes mal zu unserem Uranus. Uranus wäre in unserem Modell dann schon 20 Meter von der Sonne weit entfernt. Und ganz weit außen, da ist der Neptun. Und Neptun ist in unserem Modell 30 Meter von der Sonne weit entfernt. Ja, und wenn man jetzt zum Beispiel zum Pluto reisen würde, müsste man noch ein bisschen weiter weg. Pluto wäre in unserem Modell etwa 40 Meter von der Sonne weit entfernt. Wenn man beispielsweise zur Oortschen Wolke reisen wollte, die unser Sonnensystem umgibt, dann müsste man schon 100 Kilometer weit reisen. Und wenn man gar zum nächsten Stern wollte, zu Proxima Centauri, dann müsste man in unserem Modell 265 Kilometer weit reisen. So weit wollen wir heute ganz bestimmt nicht. Die Zeit haben wir auch gar nicht. Ich hoffe aber trotzdem, dass ich euch einen ganz schönen Eindruck vermitteln konnte von den Entfernungen in unserem Sonnensystem. Ja, und wenn ihr Lust habt auf mehr spannende Informationen, auf Fakten über das Sonnensystem, die Planeten und darüber hinaus, dann würde ich sagen, schaltet einfach beim nächsten Mal wieder rein. Ich freue mich auf euch. Tschüss!